Ja, liebe Freunde und Freundinnen, danke, dass ihr alle gekommen seid, auch wenn diese herbstliche Frische ja nicht gerade dazu einlädt, sich hier den ganzen Tag rumzuschlagen. Hoffe ich doch, dass ihr sehr daran Spaß habt, auch hier dran teilzunehmen. Und es tut sehr gut zu sehen, dass noch einige daran Interesse haben, wie die Menschheit langsam in das Netz der Riesenkonzerne eingespannt wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein ganz großer Teil des Gegengewichts dazu sind, was der noch etwas dagegen unternehmen kann. Und in der Menschheitsgeschichte hat es sich immer erwiesen, dass jede Revolution und jedes fortschrittliche Ereignis genau aus solchen Zusammenschlüssen entstand, wie wir ihn heute hier haben. Nämlich ganz von unten, von uns. Also erstmal ein Lob an uns. Danke. Und zunächst möchte ich meinen Fokus zwei ganz bestimmten Personen widmen, nämlich Werner Baumann und Hugh Grant, den beiden lieben Vorsitzenden von Bayer und Monsanto. Auf der Homepage von Bayer könnt ihr euch alle das Propagandavideo für die Fusion der beiden Global Players anschauen. Leider konnten wir dieses Video heute nicht hier projizieren, daher werde ich einfach ein paar Stellen auch zur generellen Belustigung hier einfach mal zitieren. Also ich sage mit Absicht Propaganda, da diese beiden Männer uns hier ernsthaft weismachen wollen, dass ihr Hauptinteresse daran besteht, ich zitiere, gemeinsam mit aller Kraft eine der größten Herausforderungen der Gesellschaft zu bewältigen, nämlich die stark wachsende Bevölkerung auf ökologisch nachhaltige Weise zu ernähren. Kleiner Einschub hier, es werden zurzeit für 12 Milliarden Menschen Lebensmittel produziert und trotzdem hungern immer noch eine Milliarde Menschen. Von daher werden wir hier auch ganz gut ohne Bayer und Monsantos gut gemeinte Unterstützung fertig, denke ich. Weiterhin das Zitat, was wir tun, ist gut für unsere Kunden. Wir helfen, genügend sichere, gesunde und erschwingliche Lebensmittel zu produzieren. Puh, also mit so viel Güte und so viel Aufopferung muss man ja erstmal irgendwie klarkommen. Ne? Vielen Dank. Doch das passt irgendwie nicht so ganz in das Bild dieser beiden Konzerne, die auf einer Seite bewiesenermaßen die Artenvielfalt auf dem Planeten bedrohen und auf der anderen Seite Kleinbauern abhängig von ihrem Saatgut machen und in vielen Fällen ins Verderbnis mit Klagen schicken, nur um zwei von Bayer und Monsantos Gräueltaten zu nennen. Ja, als ich das erste Mal von der geplanten Fusion der beiden hinterlistigsten Konzerne heutzutage gehört habe, kam ich mir halt ziemlich machtlos vor. Ich wusste, dass ich das nicht auf meinem Gewissen ruhen lassen konnte, nichts dagegen zu tun. Doch was kann man machen, wenn man sich wie ein winziger David vor einem riesigen Goliath fühlt und dieser Goliath einfach noch zu verstehen gibt, dass der Kampf schon verloren ist? Doch dann fange ich an, mich ganz in Ruhe mit dem Thema auseinanderzusetzen und stieß auf die Homepage der Webseite der Koordination gegen Bayer gefahren. Das ist ein Projekt, das schon seit 30 Jahren harte Arbeit leistet, um hier unseren Goliath zu schwächen. Und ich möchte euch allen versichern, dass noch nichts beschlossen ist und dass wir noch etwas gegen diese Fusion tun können, indem wir solche Projekte unterstützen. Es war und ist ein unfairer Kampf, doch diese Organisation hat mit unzähligen Kampagnen und Demonstrationen großartige Arbeit geleistet. Und so stehen wir hier heute auch mit Konsumrevolution in Berlin hier, um unseren Goliath zu bekämpfen. Also wir werden ihn schlagen. Es geht diesen machtbesessenen Leuten an der Spitze der Konzerne ganz klar darum, Monopole aufzubauen, was wir verhindern wollen. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, warum sich Bayer so einen verrufenen Konzern wie Monsanto nach Hause holen sollte. Und da sage ich euch die Antwort. Die beiden Agrarkonkurrenten Syngenta Chemchina und Dow DuPont werden somit aus dem Spiel verdrängt und diese Fusion würde mit Abstand die Nummer 1 sein, die unsere Lebensmittel und auch unsere Medikamente kontrolliert. Zufälligerweise werden wir dann durch ernährungsbedingte Krankheiten krank und müssen dann Bayerns Medikamente kaufen. Ja, zufälligerweise. Na gut. Hugh Grant sagt es ja selber, mit Bayers Ernteschutz und Monsantos Saatgut wollen sie die führende Agrarmacht schlechthin werden. Auf unserer Sprache übersetzt heißt das, dass sie mit ihrem chemisch unschlagbaren Agrargut und ihren extrem schädlichen Pestiziden einen Großteil unseres Marktes kontrollieren wollen. In Gandhis Swadeshi-Philosophie wird uns schon seit langer Zeit klar gemacht, dass wir die Produktion unserer Kleidung und unserer Lebensmittel wieder zurückfahren müssen und anfangen sollten, sie wieder auf regionaler Basis zu produzieren. Der Konsumismus in Deutschland und auch europaweit artet zur modernen Sklaverei aus.
und unsere Abhängigkeit von solchen Riesen wie den Produzenten unserer Lebensmittel zu verringern, müssen wir ihr ständiges Wachstum und ihre Machtgier stoppen. Wir sollten nicht auf Massenproduktion setzen und vor allem sollten wir unsere Ernährung nicht von einem Konzern abhängig machen, der eher davon profitiert, dass wir öfter krank werden. Ja? Und nun komme ich zum eigentlichen Punkt, wegen dem ich hier stehe. In dem Video, das ich vorhin zitierte, erscheint am Anfang für genau 3 lächerliche Sekunden eine Vorwarnung auf sehr technischem Englisch. Das typisch Kleingedruckte halt. Das man auch nicht ganz lesen kann, weil sich dieser Play-Button genau in der Mitte befindet, wenn man es auf Pause drücken will. So. Hauptaussage dieses Kleingedruckten ist, entgegen dem, was man uns weismachen will, dass diese Fusion noch nicht genehmigt ist und die Transaktion noch nicht gelaufen ist. Also Klartext, wir können noch handeln. Es hat mich anfangs schon etwa eine halbe Stunde gekostet, was ja in unserer technologischen Internetzeit schon sehr viel ist, um im Internet herauszufinden, dass der Abschluss der Transaktion erst gegen Ende 2017 stattfinden soll. Und viele Leute, mit denen ich geredet habe, kamen sich auch sehr machtlos vor und schienen die Motivation verloren zu haben, da sie dachten, dass sich nichts mehr daran ändern lässt. Doch genau das ist die Lüge, die hier heute aufgedeckt werden soll. Ein Konzern ist wie ein Sandsturm, der die Landschaft verwüstet, über der er hinwegzieht. Er ist nicht greifbar oder beschimpfbar wie eine einzelne Person. Deswegen müssen wir genau seine Schwachstellen bestimmen und die Angriffspunkte, an denen wir ansetzen können. Es besteht ganz klar die Hoffnung eines Scheiterns. Und was wir jetzt tun müssen, sind genau 3 Dinge. Erstens, Druck auf die zuständigen Kartellbehörden ausüben. Zweitens, Druck auf die Aktionäre und die Mitbesitzer von Bayer und Monsanto ausüben. Und drittens, diese Informationen weiter verbreiten. Einmal zum ersten Punkt. Es müssen tatsächlich noch rund 30 Kartellbehörden dem Deal zustimmen. Natürlich richten diese sich größtenteils nach der Entscheidung der europäischen und der US-amerikanischen Kartellbehörde. In der Europäischen Kommission sind vor allem Herr Johannes Leitenberger, Generalsekretär, und Frau Margrethe Vestager, die Wettbewerbskommissarin, für diese Entscheidung mitverantwortlich. Ein Appell somit an Frau Vestager. Meines Wissens nach sollte ein Kartellamt mit Hinblick auf das allgemeine Wohl entscheiden, ob eine Fusion zwischen 2 Konzernen zur Monopolisierung und zum Nachteil der Konsumenten führen könnte. Warte mal. Also dieser Megakonzern würde zusammen ein gesamtes Umsatzvolumen von 47,1 Milliarden Dollar machen. Nur so zum Vergleich, 5,5-fache des Bruttoinlandsprodukts von Haiti. Und damit mit Abstand den Markt führen. Warte, 1 plus 2 ist 3 und okay. Also die Entscheidung könnte wohl ein Drittklässler fällen, muss ich ja ganz ehrlich sagen hier. Sehr wichtig ist weiterhin die Entscheidung von den Aktionären von Bayer und Monsanto. Es gibt ein Projekt in den USA, das derzeit versucht, die Macht der Konzerne einzuschränken. Es dreht sich hierbei um Some of Us. Dieses Projekt sammelt derzeit Unterschriften aller Personen, die Anteile von Bayer und Monsanto besitzen, um den Deal zu stoppen. Derzeit haben sie schon fast 540.000 Unterschriften gesammelt und es fehlen nur noch 200.000, um diese Fusion wahrhaftig auch zu stoppen. Und letztendlich will ich euch alle dazu einladen, weiter mit der Koordination gegen Bayer gefahren und Konsumrevolution zu protestieren. Wir werden hier in Berlin in allernächster Zukunft Unterschriften gegen die Fusion sammeln und Infostände organisieren, um die Leute über dieses bevorstehende und sehr vermeidbare Unglück zu informieren. So können wir mehr Druck auf die zuständigen Leute ausüben, damit sie endlich das tun, wofür wir sie eigentlich auch bezahlen. Nämlich im Interesse aller Menschen und der Umwelt zu handeln. Denkt immer dran, ihr seid nicht alleine und es ist noch Zeit zu handeln, um uns als starker David zu beweisen. Vielen Dank.